Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Commentary zu einem altgedienten Thema. Und da habe ich mir gedacht, zu diesem altgedienten Thema kannst du mal ein richtig altes Spiel von dir nochmal raussuchen, zu Black Ops 1 Zeiten. Da war ich noch der LOPI Rango. Ist das ewig her. Und ich habe mir das mal angeguckt und habe gedacht, ja, ist nicht ganz so schlecht. Weil ich ein bisschen was bieten wollte, jetzt wo Call of Duty Ghost draußen ist, sowas überhaupt noch zu zeigen, ist ein bisschen Schwachsinn, aber so ein bisschen Nostalgie. Naja, es geht um ein Thema, das ein bisschen langwieriger ist. Und zwar, wie ihr es in der Unterschrift schon lesen könnt, Bücher, Film und Spiele. Man darf ja nicht unterschätzen, dass Spiel ein neues Medium ist, was wesentlich mehr Aufmerksamkeit zugutekommen müsste in der Art und Weise. Und für mich gibt es die Definition zwischen, also der Unterschied zwischen Buch und also Buch, Film und Spiel ist ganz einfach definiert. Film ist sozusagen das letzte, Buch ist das zweite und Spiel ist das erste sozusagen. Und zwar ganz einfach so erklärt. Filme, die siehst du und die kannst du nicht beeinflussen. Sprich, die Sätze, die dort gesprochen werden, die sind geskriptet, die kommen alle so, wie sie sind. Und die Bilder, die da passieren, die siehst du, da kannst du nichts gegen ändern. Etwas anders ist dort das Buch. Du liest es, kannst aber nichts dran ändern. Du kannst es dir vorstellen, die Landschaft wird beschrieben und du stellst dir vor, ja, so sieht das aus und so stelle ich mir das jetzt auf der Distanz vor, von der Beschreibung her und der Hügel so hoch da und hast nicht gesehen, also dieses ganze Feinheiten, die kannst du dir vorstellen, aber wenn in dem Buch steht, der Held hat die Wahl zwischen dunklem und hellem Weg und er nimmt den dunklen Weg, dann kannst du nicht zwei Blätter weiter vorne lesen, wie es aussieht, als wenn er den dunklen Weg gehen würde. Nee, er geht dann den hellen Weg und damit ist vorbei. Er geht dann den hellen Weg und Feierabend ist. Komplett anders ist es in dem Spiel. Du hast zwar auch alles dort stehen, dort du siehst alles, wie es aussieht und hast nicht gesehen, alles drumherum. Du siehst, wie hoch der Hügel ist und hast nicht gesehen. Aber du kannst es dort beeinflussen. Das ist das einzigste Medium, wo du selber beeinflussen kannst. Du kannst dann sagen, okay, nehme ich jetzt den hellen oder nehme ich jetzt den dunklen Weg. Daher, das ist für mich der wunderschöne Vorteil. Die Fantasie geht dadurch leider ein bisschen verloren. Man kann es halt nicht mehr so richtig vorstellen und sowas alles. Das ist schon schade irgendwo. Es ist richtig. Aber es gibt natürlich auch genug Spiele, die eigene Kreativität wieder anregen und sowas. Minecraft, Soul Tycoon, bla bla blub Spiele. Relativ coole Sache. Also, da sind Spiele meiner Meinung nach wesentlich weiter voraus als Bücher. Ich will jetzt natürlich nicht die Bücher schlecht reden. Ich lese auch ab und zu mal ein paar Bücherchen, vor allem zur Zeit. Catherine Lasky, die Legende der Wächter, wie man sich natürlich das auch vorstellen könnte, schon unter anderem durch die Spiele und hast nicht gesehen, die ich jetzt bis jetzt da alles rausgehauen habe. Es sind natürlich einige wieder meckert, Spiele, bla bla bla, böse und gefährlich. Es ist ein altgedientes Thema, was ich jetzt nicht weiter. Meine Meinung sollte klar sein, die muss ich nicht wirklich so preisgeben. Hoppala. Es gibt einige Psychopathen, auf die das zutrifft, und ich möchte nicht sagen, dass die Killerspiele nicht dran schuld haben, dass sowas existiert. Ja, ich weiß, großes Boot-Thema, wie kann ich das bloß sagen? Es trägt ein winzig kleinen Teil mit dabei. Es trägt mit dazu. Aber es ist nicht alles. Vor allem, es ist nicht das meiste davon. Es ist wirklich prozentual gesehen vielleicht 5%, wenn überhaupt. 3%. Zu dem, warum einer jetzt wirklich rausgeht und Amok läuft. Das ist aber ein anderes Thema.
da sind auch einige Eltern wieder streng und hast nicht gesehen. Das Schöne ist, ich hatte verdammt viel Glück mit meinen Eltern. Mein Vater eher jetzt nicht so, das liegt aber auch daran, dass er nicht so lange spielen kann, dann wird ihm schwummrig, da hat er leider diese seltene Krankheit drinne. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ich hatte aber Glück, dass mit meiner Mutter in der Art und Weise, dass die selber Zockerin ist und vielleicht ist es die intensive, aber die spielt schon mal in Winterzeiten zum Beispiel, spielt so richtig gerne, richtig viel. Harry Potter und sowas. Und die hat sich halt so mit diesem Thema auseinandergesetzt. Daher war es für mich nie diese Schwierigkeit, meine Eltern irgendwie zu irgendwas zu überreden. Die haben das relativ schnell verstanden und eingesehen. Die haben einfach selber gesehen, das ist das neue Medium, damit wachsen wir auf. Das hat meine Mutter mir selber gesagt. Damit wachsen wir auf, wir müssen es kennenlernen. Und wir müssen damit umgehen, lernen damit umzugehen. Hat bei mir leider nicht viel gebracht. Nein, Spaß an den Scherz jetzt. Da hat sie sich auch einmal so gefragt, was wäre, wenn sie... sie hat sich dann gefragt, hätte ich dir wirklich Halo damals geben sollen? Ich war 15? Nee, ich war nicht 15, ich war... 12, 13, ich habe Halo 1 gespielt. Habe ich aber gesagt, ja Mutter, du hast dich aber selber dazugesetzt und hast geguckt, was ich gespielt habe. Du hast ja selber nachgeschaut. Ist das jetzt wirklich so gut, was er jetzt da spielt? Und du hast dich halt dazugesetzt und hast es selber gesehen. Es ist einfach nichts Schlimmes. Und das würde ich einfach mal wirklich jedem Elternteil einfach mal raten. Setz dich doch mal dazu, guck doch mal, ist das Spiel jetzt wirklich was oder setz dich damit mal auseinander. Und auch, was man auch, ja, soziale Kontakte und sowas würde dabei verloren gehen. Einige wissen sich kaum anders zu helfen als über sowas, weil sie die Leute, die da spielen zurzeit, kennen diese Person nicht, sie wissen nicht, wie er aussieht, sie wissen nicht, wo er wohnt, sie wissen gar nichts von ihm. Und dadurch kann diese Person wesentlich besser Kontakte aufbauen, weil sie das genau das gleiche Hobby teilen, dieses Spiel zu spielen. Und irgendwann traut man sich auch mal und sagt, hier komm, lass uns mal treffen hier, wir kennen uns seit so vielen Jahren und lass uns doch jetzt mal treffen und gucken, ob wir uns auch privat wirklich gut zueinander stehen. Und so können richtige Freundschaften entstehen. Eine Person, den Impi, den grüße ich jetzt mal an dieser Stelle, kenne ich seit der Xbox 360, Anfang der Xbox 360, seit 6, 7, ja okay, seit 8, knapp 8 Jahren kenne ich den jetzt so knapp, okay, ich glaube ein Jahr lang, ja seit, sagen wir mal 7 Jahren, seit 7 Jahren kenne ich den Imperator. Und wir haben uns einmal bis jetzt privat getroffen und wir können über alles reden und sowas. Das ist etwas, was ich mit meiner Schulfreunden und sowas nie hatte. Das konnte ich mit denen nicht. Ich konnte mich nicht über diese Spiele unterhalten, über das genauere Verhalten und hast nicht gesehen. Ich konnte mit denen dieses Hobby nicht teilen. Was wirklich relativ schade ist und deswegen sind auch viele Freundschaften sofort wieder flöten gegangen. Und was ich relativ, ja gut, schade wissen, es sind einfach diese Interessen und die hast du im Real Life verdammt selten und daher, also was halt, Real Life hört sich so doof an, aber in dieser Online-Welt, da hast du auf Anhieb die Leute, die sich für dieses Spiel interessieren und du kannst dich mit ihnen unterhalten. Natürlich hast du auch einige, die du online nicht wirklich leiden kannst, aber die kriegst du halt, bumm, weg und dann hast du keinen Kontakt mehr mit denen. Du musst dann nicht, wenn du denen dann mitten auf der Straße begegnest, oh, na, hallo, ja, wie geht's denn? Du musst mit denen keinen Smalltalk halten, das ist auch nochmal ein schöner Vorteil, finde ich. Aber du hast halt, auf Anhieb hast du dann Leute, mit denen du dich sofort verstehst und mit denen du sofort ein Hobby teilst und spielst. Und damit bist du nicht eingeschränkt. Du kannst aber mit Deutschland weit. Und wenn du jetzt halt wirklich dieses alte Leben hättest, wo du halt nur die in der Nachbarschaft oder wenigstens dann halt weitgehend zwei, drei Dörfer weiter. Aber weiter gehen die meisten Freundschaften dadurch nicht, weil du sie halt nicht anders kennenlernst. Auch Brieffreunde. Wie willst du Brieffreunde? Du kannst dir halt irgendeinen Brief schicken. So, ich schicke jetzt mal an dem und den einen Brief. Du musst dich halt schon online mit denen treffen und dann sagen, hier, wollen wir mal Brieffreundschaft machen oder sowas, weil lass uns mal treffen. Ich habe mit Leuten aus ganz Deutschland Kontakt. In Bayern, in Berlin, in Hamburg. Mit allen habe ich Kontakt und das hätte ich so im richtigen Leben nicht. Somit hast du auch mal Grund, dann mal in eine andere Stadt zu gehen, zu gucken und sowas. Deswegen, Spiele sind wesentlich mehr und können wesentlich mehr verursachen in der heutigen Zeit als Bücher oder Fernsehen. Und damit ist auch schon das Schlussplädoyer mitgesprochen. Es ist jetzt ein bisschen schnell runtergerattert gewesen, weil es halt nur ein Spiel ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ja, schrottet es in die Kommentare und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss.